Heute gibt es mal ein Game, das habe ich so auf meinem Kanal eigentlich noch nie gebracht. Aber viele Leute haben sich gewünscht, dass ich auch mal für GTA Online eine Art Tutorial bringe, wie man mehr Geld verdienen kann und das Ganze auch sehr, sehr schnell. Und ich meine, ich spiele jetzt GTA Online, ich glaube schon seit über 5 Jahren und habe dementsprechend richtig viel Spielerfahrung in diesem Game schon gesammelt. Und dann dachte ich mir, ich bringe jetzt jede 2 Wochen ein GTA 5 Online Video, sei es zu Mod-Menüs, sei es zu Mods, sei es zu Money-Glitches, sei es einfach so zu legalen Tutorials. Heute zeige ich dir nämlich, wie du wirklich von Null, sprich du spawnst ohne Waffen, ohne Geld und wie du dann wirklich weitermachst. Sprich, ich zeige euch heute Grundlagen und diese Grundlagen sind natürlich komplett legal, also dafür wird man jetzt nicht gebannt. Ich werde euch heute wirklich, ich sag mal, einen Ansatz geben, wie ihr von Null an starten könnt. Falls dir dieser Content gefällt und du mehr solcher GTA-Videos nicht verpassen möchtest, dann lass mir doch jetzt unbedingt ein kostenfreies Abo da und aktiviere die Glocke. Jetzt würde ich aber schon sagen, starten wir jetzt auch mal direkt ins Tutorial. Ich möchte jetzt auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Let's go. Also ihr habt euch GTA 5 Online neu geholt, spawnt ohne Waffen und ohne Geld. Das Einzige, was ihr wirklich besitzt, ist ein Handy. Leute, mit diesem Handy kann man natürlich viele verschiedene Sachen machen, kommt aber jetzt bitte nicht auf irgendwelche komischen Ideen. Naja, man kann auch mit diesem Handy shoppen gehen, sprich Immobilien kaufen, Apartments oder auch Autos. Und der erste Schritt, den ich euch empfehle, ist wirklich ein Heist-Apartment zu kaufen. Dazu geht ihr halt wie gesagt nur auf euer Handy drauf, geht dann in das Internet, dann klickt ihr einfach auf Dynasty 8, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, klickt dann auf verfügbare Immobilien anzeigen und dann auf Luxussegment und dann könnt ihr ganz weit runter scrollen zu dem billigsten, ich sag mal Heist-Gebäude. Und dann sehen wir hier schon, dass das Heist-Apartment Nummer 7 das allergünstigste ist. Es ist nämlich unfassbar wichtig für den ersten Schritt, ein solches Apartment-Gebäude zu besitzen. Und nicht nur eine Garage, sondern auch wirklich ein Apartment, da man auch von dort aus verschiedene Missionen starten kann, die einem im Endeffekt wirklich ein Vielfaches von dem Verkaufspreis versprechen. Dieses 200.000 Dollar Apartment Nummer 7, was wir jetzt hier im Hintergrund sehen, verspricht dir auch nicht nur irgendwelche Missionen, die du machen kannst, sondern bietet dir auch noch eine 10 Fahrzeuge, Garage, also dort können einfach 10 Fahrzeuge von dir parken. Dieses Apartment Nummer 7 ist also unser erstes Ziel, was wir so in GTA 5 Online direkt haben. Sprich, wir müssen jetzt irgendwie an 200.000 US-Dollar rankommen. Das scheint ja auf den ersten Blick recht viel Geld zu sein, ist es ja im Endeffekt auch. Aber mit dieser Methode, die ich euch im Laufe dieses Videos vorstelle, ist das wirklich nicht schwer. Könnt ihr innerhalb 1 bis 2 Stunden locker verdienen und dementsprechend bleibt auch unbedingt bis zum Schluss dran. Nun ja, es gibt wirklich viele Missionen und Rennen, Deathmatches und so weiter, die ihr absolvieren könnt und somit auch ein wenig Geld verdienen könnt. Das Problem bei Rennen oder Deathmatches ist, dass ihr eine gewisse Vorerfahrung benötigt und das Ganze eigentlich nicht so viel Sinn macht, wenn ihr direkt spawnt und jetzt auch wirklich noch kein Auto habt, was ihr getuned habt, womit ihr dann gegen andere getunte Autos Rennen fahren könnt. Sprich, das ist eher ein Nachteil, wenn ihr jetzt ganz neu in GTA 5 Online drin seid, ein Rennen oder ein Deathmatch dann zu spielen, weil selbst erfahrene Spieler haben dann noch echte Schwierigkeiten oder eine echte Konkurrenz in Deathmatches und so weiter. Dementsprechend empfehle ich euch nicht mit Rennen oder Deathmatches anzufangen. Auch aus dem ganz einfachen Grund, weil es dir auch wirklich super wenig Geld bringt für den Aufwand, den du dann im Endeffekt auch betreibst. Du musst dich bei Rennen die ganze Zeit durchkonzentrieren und so weiter. Und das ist bei Missionen jetzt nicht unbedingt der Fall. Sprich, ich würde jetzt eher in die Kategorie Missionen rübergehen, denn ich, wie gesagt, Rennen und Deathmatches empfehle ich euch nicht am Anfang. Bei Missionen ist es nämlich so, ihr braucht keine Vorerfahrung, denn euch wird wirklich eigentlich alles im Detail erklärt, was ihr jetzt zu tun habt und. Ihr braucht jetzt auch unbedingt nicht so krasse Waffen am Anfang oder krasse Autos, sondern das klappt eigentlich direkt, wenn ihr ja, startet GTA 5 Online so zu spielen mit null Geld, mit keinem Geld und so weiter. Allerdings gibt es natürlich auch eine riesige Auswahl an Missionen, die ihr auswählen könnt und dann auch spielen könnt. Ich kann euch dabei wirklich aus Erfahrung sprechend eine Missionsserie empfehlen. Diese nennt sich diese Attentatserie. Da gibt es insgesamt 6 verschiedene Missionen von und dort würde ich euch dann die Mission 3 und 6 empfehlen, also eine von den beiden, denn die anderen dauern entweder zu lange oder bringen dir dann auch im Endeffekt zu wenig Geld. Ein. Also entweder Attentat Nummer 3 oder Nummer 6 spielen. Bei jeder Mission solltet ihr ein Level erreicht haben, um diese überhaupt spielen zu können. Sprich zum Beispiel Level 100 oder Level, keine Ahnung, 50 oder so, ist bei einigen Missionen erforderlich. Allerdings bei dieser, ja, ich sag mal, Attentatserie, da könnt ihr auch direkt bei Level 1 starten, ist also genau das Richtige für euch. Um die Attentatmission aber wirklich zu starten, muss man mindestens 2 Spieler haben, also ein weiterer Spieler müsste
müsste noch mitspielen, um das überhaupt zu starten. Die maximale Anzahl beträgt 4 Spiele, also wenn du noch ein paar Freunde hast, können insgesamt noch 3 weitere Freunde mit dir spielen, um das Ganze dann auch, ich sag mal, zu starten, um da dann auch erfolgreich abzuschließen. Ich weiß, als Anfänger in GTA Online ist es nicht selbstverständlich, dass man jetzt so viele Freunde hat, vielleicht spielt man es auch immer solo oder so, aber viele Spieler spielen halt diese Attentatserie, sprich, es gibt natürlich in jeder Runde welche, die sie vielleicht schon hosten, du trittst dann welchen bei oder dir treten zum Beispiel sofort welche bei, wenn du ein paar Leute einlädst. Das heißt, ich glaube, ich hatte noch nie eine Runde, wo kein Mensch wirklich in dieser Attentatserie-Mission, sag ich mal, gejoint ist. Immer ist einer dabei, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf die anderen verlassen. Ach ja, auch noch super wichtig, in diesem Auswahlmenü von den jeweiligen Missionen solltet ihr auch alles auf schwer gestellt haben. Also bevor ihr eine Mission startet, solltet ihr das auf schwer stellen, denn dann bekommt ihr einfach das 1,5-fache, also 50% mehr als sonst, wenn ihr das auf schwer gestellt habt, sowohl an Geld als auch an Level. Also das kann ich euch auch nur empfehlen. Ist wirklich vom Schwierigkeitsgrad jetzt nicht allzu schwerer, als wenn man normal eingestellt hat, aber bringt ja halt im Endeffekt wirklich 50% mehr Geld und RP. Diese Art von Missionen dauert ungefähr so ca. 3 bis 6 Minuten. Wir rechnen dann also mal mit 5 Minuten. Die Ladezeit zwischen den Missionen dauert dann auch nochmal so 2 Minuten durchschnittlich. Und wenn ihr dann also eine Stunde nur diese Missionen zockt, dann können wir also mal ausrechnen, dass ihr um die 7 Minuten für eine ganze Mission inklusive Ladezeiten benötigt. Eine Mission bringt ihr außerdem noch 15.000 US-Dollar, was wirklich nicht wenig ist. Sprich, in einer Stunde kannst du diese Missionen genau 8,57 Mal spielen. Aufgerundet machen wir mal so um die 9 Mal, mehr weniger, mal mehr. Und dann kannst du 9 mal 15.000 US-Dollar in einer Stunde verdienen, sprich 135.000 US-Dollar in einer Stunde, wenn ihr das durchgehend mit euren Freunden zum Beispiel mal durchspielt. Das Ganze auf 2 Stunden gerechnet sind dann auch weit über 200.000 US-Dollar. Also ist wirklich empfehlenswert. Macht das Ganze mal einen Abend, 2 Stunden lang mit eurem Freund und ihr könnt euch direkt mal schon dieses Apartment Nummer 7 leisten. Jetzt fragt ihr euch außerdem noch so, warum sollte ich überhaupt mir eine Garage kaufen, wenn ich auch überhaupt keine Autos mir leisten kann und so weiter? Naja, es gibt ja außer den Autos, die einfach so auf der Straße rumfahren und die du dann auch in deine Garage stellen kannst, auch noch einige Autos, die du wirklich kostenlos freischalten kannst. Du musst einfach auf dein Handy gehen zu den Autos und kannst dann sozusagen kostenlos shoppen gehen. Ist also wirklich mega, mega cool. Welches Auto ihr unbedingt für 0 Euro euch freischalten könnt oder kaufen könnt, ist dieses Duckout Death Auto in dem Verstock Shop. Denn dieses Auto ist wirklich super gut gepanzert und hilft dir auch einfach in den Missionen dann, wenn du zum Beispiel mit einem weiteren Freund eine Mission spielst, dass ihr einfach wirklich viel besser gepanzert und einfach geschützt seid in diesem Auto. Denn die Gegner können nicht einfach von der Seite in euer Auto reinschießen, sondern müssen euch vorne in so einem kleinen Spalt treffen. Und das wird dann auch einfach wirklich schwierig. Ist ein schnelles Auto, kann man sich auf jeden Fall dann auch mal gern für gar kein Geld dann gönnen. Also ist wirklich kostenlos. Ich meine, warum nicht? Und wie gesagt, das ist wirklich ein Auto, das kann ich euch empfehlen. Es gibt natürlich auch andere Sportwagen wie diese Pisswasserautos, die dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, die man sich dann auch einfach aus Spaß so kaufen kann. Also das sind wirklich Autos, die man wirklich sofort sich kostenfrei kaufen kann. Naja, wenn ihr dann so ein Heist-Gebäude euch gekauft habt, dann könnt ihr in diesem Gebäude auch in einen Raum gehen, wo ihr dann so bestimmte Missionen machen kann. Das sind dann die Heist-Missionen bzw. die Raubüberfall-Missionen. Und Leute, da kann ich euch auch nur versprechen, da könnt ihr wirklich richtig, richtig viel Geld absahen. Da kann man wirklich Boni einfangen, wenn man dann noch so spezielle Herausforderungen macht. Zum Beispiel, dass man mit einem Team, mit einem gewissen Team, mit diesem Team dann auch wirklich alle Missionen von den Heist-Herausforderungen dann spielt und wirklich nicht das Team wechselt, sondern immer mit seinen gleichen Gefährten diese Mission spielt. Oder zum Beispiel alles mit einem Versuch, sprich jetzt nicht irgendwie Missionen scheitern und so weiter. Und dann kann man wirklich bis zu 10 Millionen Dollar Boni, sage ich mal, bekommen bzw. freischalten und noch mehr. Also diese Heist-Mission, das ist wirklich eine Herausforderungsreihe, die dich wirklich sofort reich macht in GTA 5 Online. Ist auch wirklich nicht schwer. Vielleicht braucht man ein paar Versuche. Vielleicht braucht man dann irgendwie das geeignete Team für dich. Aber ich sag dir, wenn du erstmal diese Heist-Mission spielen kannst, dann verändert sich einfach dein ganzes Leben. So in GTA 5 Online kann man so schon fast unterschreiben. Und deshalb ist wirklich der erste Schritt, den ich euch jetzt empfehle, dir so ein Heist-Gebäude zu kaufen. Und dann kannst du nämlich in diesem Gebäude auch so gewisse Missionen machen, von denen ich gerade eben gesprochen habe.
habe. Also das sollte jetzt auch so ein ganz grober Überblick über das Spiel sein, wie ihr jetzt wirklich von null an starten könnt, was vielleicht ein paar Wege sind, wie man dann auch mehr Geld verdienen kann. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, teile es unbedingt mal mit deinen Freunden. Meinen Kanal kannst du auf jeden Fall jetzt auch gerne kostenfrei abonnieren für mehr solche nice Videos. Schreibt mir auch mal gerne runter in die Kommentare, wie ihr jetzt dieses Game findet, dass ich es jetzt mal jede 2 Wochen bringe, euch Tipps und Tricks zeige und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega cool. Dieses Game macht mir so viel Spaß. Rainbow Six macht mir momentan auch so viel Spaß. Aber Fortnite wird immer noch mein Hauptcontent bleiben für die Leute, die ich jetzt hier vielleicht ein bisschen erschrocken habe mit diesem Video. Aber ich möchte jetzt hier auch gar nicht so lange um das Brei herumreden. Gönnt ihr noch ein paar andere Videos von mir. Haut rein. Lasst es sein. Und ja, peace out. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.